Okay, so, jetzt nähern wir uns mal gemeinsam der Frage, was es bedeutet, dass zwei Strukturen strukturgleich sind, beziehungsweise isomorph sind. Wenn wir uns mal die folgenden beiden Gruppen anschauen. Wir nehmen die Deckdrehungen des Quadrats und die Deckdrehungen des Sechsecks, des regelmäßigen Sechsecks. Okay? Deckdrehung des Quadrats. Wie viele Elemente hat diese Gruppe? Was ist die Ordnung dieser Gruppe, wenn ich nur die Drehungen des Quadrats betrachte? Ja? Ja. Vier, genau, es gibt vier Elemente drin. Ne? Also Deckdrehung mit der Verkettung als Verknüpfung, genau. Wie viele Elemente sind hier drin? Deckdrehung des Sechsecks, des regelmäßigen? Sechs. Okay. Das heißt, ich habe hier so eine Strukturtafel mit vier Elementen, damit sechs Elementen. Können diese beiden Strukturen strukturgleich sein? Also bis auf Umbenennung identisch. Was würdet ihr sagen? Ich habe die Deckdrehung des Quadrats und die Deckdrehung des Sechsecks. Hier sind vier Elemente drin, da sind sechs Elemente drin. Können die Strukturen gleich sein? Also strukturgleich. Wer sagt ja, bitte mal kurz die Hand heben. Wer sagt nein? Ein paar sagen nein. Warum nicht? Warum können die nicht strukturgleich sein? Ja? Weil dem einen nur vier sind, dem anderen sechs, genau. Weil sie nicht gleich viele Elemente haben. Zwei Strukturen können doch nur, bis auf Umbenennung, identisch sein, wenn sie gleich viele Elemente haben. Also, was ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass zwei Gruppen isomorph sind oder strukturgleich? Sie brauchen gleich viele Elemente. Was bedeutet es, dass zwei Mengen gleich viele Elemente haben? Was muss es da geben? Ja? Die Mächtigkeit ist gleich groß, genau. Es muss eine bijektive Abbildung geben von der einen Menge in die andere. Strukturgleichheit wird definiert über die Existenz einer Funktion zwischen den beiden Mengen oder zwischen den beiden Strukturen. Und eine Bedingung ist an diese Funktion, sie ist bijektiv. Okay? Also ein Isomorphismus, oder ich schreibe mal hier hin. Gegeben sind zwei Gruppen. G mit irgendeiner Verknüpfung und H mit irgendeiner anderen Verknüpfung. Ja, zwei Gruppen mit, ne, mit jeweils zwei Mengen und mit zwei Verknüpfungen. So, zwei unterschiedliche Gruppen. Ein Isomorphismus. Isomorphismus von G nach H ist eine Funktion Pi, die folgende Bedingung erfüllt.
Pi ist bijektiv. So. Also, was wir auf jeden Fall mal brauchen ist, die beiden Mengen müssen gleichmächtig sein. Das heißt, es muss eine Funktion geben von der einen Menge in die andere, die bijektiv ist. Eine 1 zu 1 Abbildung. Okay, jetzt schauen wir uns mal vierelementige Gruppen an. Und da haben wir uns schon mal einige angeschaut, nämlich nehmen wir mal die Deckabbildung des Quadrats. Okay, zeichne mal hier ein Quadrat drüber. Oder nee, nehmen wir hier mal die Deckabbildung des Rechtecks. Kriegen wir das noch hin? Idee, wir haben eine Drehung, wir haben zwei Achsenspiegelungen, S und T. Ne? Idee, Drehung und zwei Achsenspiegelungen. So. Okay. Die Zeile und Spalte ist immer relativ easy. Drehung und Drehung ergibt Identität, die beiden Achsenspiegelungen ergeben die Identität verknüpft, die beiden Achsenspiegelungen auch. Drehung plus Achsenspiegelung ergibt Achsenspiegelung, und zwar die andere. Hier auch Achsenspiegelung plus Drehung ergibt diese Achsenspiegelung und diese hier. Und Achsenspiegelung und Achsenspiegelung ergeben jeweils Drehung. So. Dann haben wir die Deckabbildung des Quadrats gehabt. Jetzt muss ich mal ein Quadrat hinzeichnen hier. Die Deckdrehungen, Entschuldigung. Die Deckdrehungen haben ja auch vier Elemente beim Quadrat. Ne? Jetzt nehmen wir nicht die Deckabbildungen, das wären beim Quadrat ja 8, mit den vier Drehungen und den vier Achsenspiegelungen, sondern nur die Drehungen. Welche gibt es da, welche Elemente? Die Drehung um 90, Drehung 180, Drehung um 270. Und auch hier Idee, Drehung um 90, Drehung 180 und Drehung um 270. So. Auch hier ist die erste Zeile wieder easy. So, und da das eine zyklische Gruppe ist, ist auch das Ausfüllen hier relativ einfach. So, okay, das sind zwei Gruppen. Sind die strukturgleich? Warum sind die nicht strukturgleich? Wir hatten da mal ein Argument für oder verschiedene Argumente. Zum Beispiel bei diesem Diagonal, wir immer die haben wir nicht. Genau, wegen der Diagonalen beispielsweise. Hier haben wir immer Idee beim Rechteck, weil jedes Element zu sich selbst invers ist, während hier die Elemente nicht zu sich selbst invers sind, sondern ich brauche immer ein komplementäres Element, mit dem ich zusammen dann Idee ergebe als Element in dieser Gruppe. Die sind nicht strukturgleich. Gibt es eine bijektive Abbildung von der einen in die andere Menge? Kriege ich es hin, eine bijektive Abbildung mir zu basteln zwischen ID, D, S und T und ID, Drehung um 90, Drehung 180 und Drehung um 270 Grad.
bastelt mal eine. Was könnte ich wohin abbilden? Kriege ich es hin, eine bijektive Abbildung von der einen in die andere Menge? Was könnte ich machen? Idee zu Idee. Ja, machen wir, Muckli? Hm? Die Drehung zu D180, okay. Was noch? Hexe? Ja. Ja. Ist eine 1:1-Abbildung, ne? Ist eine bijektive Abbildung. Es gibt eine bijektive Abbildung. Ich hätte auch jede andere nehmen können. Ich hätte auch D zu D90 abbilden können, S zu D180 und T dahin. Oder irgendwie, ganz egal. Es gibt eine bijektive Abbildung. Das heißt also, dass es eine bijektive Abbildung zwischen zwei Mengen gibt. Reicht nicht aus, um festzustellen, dass die Struktur gleich sind. Denn zwischen den beiden Gruppen, zwischen diesen beiden Mengen, gibt es eine bijektive Abbildung, sie sind aber nicht strukturgleich. Wegen dieser diagonalen Geschichte. Wir haben also jetzt zwei Fälle gehabt. Wir haben zwei Mengen gehabt, die unterschiedliche Anzahl von Elementen hatten. Die können auf keinen Fall strukturgleich sein. Wenn wir jetzt fordern, dass die beiden Mengen gleichmächtig sein sollen, dass es also eine bijektive Abbildung gibt, ist das schon mal eine gute Voraussetzung für Strukturgleichheit. Es reicht aber anscheinend nicht aus. Denn selbst wenn ich gleich viele Elemente habe, bedeutet das nicht, dass die Gruppen strukturgleich sind. Die Frage ist, was muss ich als zweite Bedingung fordern, damit ich eine Abbildung habe, oder was sind zweite Bedingungen an diese Abbildung muss ich fordern, von der einen in die andere Menge, sodass ich diese Strukturgleichheit herstellen kann. Dass es egal ist, wie ich die Elemente benenne, dass die Tafeln hier von der Struktur her identisch sind. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich würde euch eine Viertelstunde Zeit geben, um mit Nachbarinnen, mit Nachbarn mal zu überlegen, was noch erfüllt sein muss. Und ein Tipp, wir haben bei dieser Definition hier noch an keiner Stelle die Verknüpfung benutzt. Wir haben nur gesagt, Elemente von der einen Menge in die andere abgebildet. Aber für Strukturgleichheit ist doch total wichtig, was bei der jeweiligen Verknüpfung rauskommt. Versucht das mal auszukriegen. Ja, welche Bedingungen muss ich an die Verknüpfung stellen, damit die beiden Gruppen tatsächlich strukturgleich sind? Ich gebe euch eine Viertelstunde Zeit dafür. Eine Sache habe ich noch vergessen. Vielleicht guckt euch mal eine Gruppe an, die tatsächlich strukturgleich zu dieser hier ist. Ne? Vergessen wir mal die Rechteckgruppe. Okay? Gucken wir uns mal eine an, die tatsächlich strukturgleich ist zu dieser Gruppe. Kennt ihr eine? Mit vier Elementen, die strukturgleich ist zur Deckabbildungsgruppe des Quadrats, zur Gruppe der Drehsymmetrien des Quadrats. Kennt ihr da eine? Ja? Restklassenaddition modulo 4. Na, das hat die gleiche Struktur offensichtlich, weil ich jetzt hier einfach immer ein Element vorher beginne, als in der Zeile zuvor und das Ganze dann so zyklisch durchläuft, ne, weil ich ja eine zyklische Gruppe habe. So. Diese beiden Tafeln sind strukturgleich. Es gibt natürlich eine bijektive Abbildung. Könnt euch gleich überlegen, welche bijektive Abbildung sinnvoll wäre. Und dann überlegt euch mal, welche Bedingungen ich noch stellen muss, damit tatsächlich die Tafeln auch strukturgleich sind. Okay, passt auf, wir überlegen uns das jetzt zusammen. Ihr habt schon mal ein bisschen versucht, euch einzudenken. Mein Tipp
an einige Gruppen war ja, überlegt euch erstmal eine bijektive Abbildung zwischen der einen Gruppe und der anderen Gruppe. Und das machen wir jetzt mal. Wie sieht die bijektive Abbildung aus von der einen Gruppe ID D90, D180 und D270 in die Gruppe mit den Restklassen 0, 1, 2 und 3? Wie würdet ihr da abbilden, wenn ihr auf die Strukturgleichheit hinaus wollt? Ja? ID zu 0? Warum ist es überhaupt keine schlechte Idee, die beiden Neutralelemente aufeinander abzubilden? Weil sie in der Tabelle am selben Platz sind, genau. Weil wenn ich in der einen Gruppe das Neutralelement mit irgendwas verknüpfe, darf es ja nichts ändern. Und dann sollte das mit dem Bild in dieser Gruppe genauso sein. Ja? Mhm. D90 zu 1, D108 zu 2 und D270 zu 3. Klar, ne, das sind ja zwei zyklische Gruppen. D90 und die 1 sind jeweils dieses erzeugende Element. Also vielleicht sollte man auch die erzeugenden Elemente aufeinander abbilden in dem Fall. Und dann ergibt sich das andere fast auch zwangsläufig. Ne? Hier ist immer, gehe ich immer 90 weiter, hier gehe ich immer 1 weiter. Okay, das scheint die bijektive Abbildung zu sein, die wir suchen. Okay. Wenn das hier phi ist, und ich bastle hier jetzt nochmal die Tabelle von den Restklassen hin, ja? Also hier ist wieder die Restklassentabelle. 0 ist was? Phi von ID. Und hier ist Phi von ID, okay? Hier ist Phi von D90, hier ist Phi von D180 und hier ist Phi von D270. Und hier ist Phi von D90, Phi von D180, ja, passt nicht mehr so ganz rein hier, und Phi von D270. Also da sind die Bilder der bijektiven Funktion hier am Rand. Damit die Tabelle strukturgleich ist, muss ja noch ein bisschen mehr passieren. Es reicht ja nicht, dass die Ränder gleich sind. Was müssen wir noch fordern? Ja? Dass die Tafeln innen drin auch gleich sind. Das heißt, jedes Zellenelement muss auch jeweils Phi von diesem Zellenelement sein. Okay? Also nehmen wir uns mal eins her, nehmen wir uns mal dieses hier her. Was müsste hier drin stehen? Phi von D270, genau. Und so weiter. Ich mache es mal nur für dieses eine exemplarisch, okay? Hier müsste Phi von D270 drin stehen. Und wenn das für jede Zelle so ist, dass hier drin das jeweilige Bild von dem anderen steht, dann sind sie ja strukturgleich, okay? Nehmen wir mal diese eine Zelle hier. Was wird hier addiert? Genau. Wo schreibe ich das jetzt hin, damit das irgendwie schön wird? Wo schreibe ich das hin, damit es schön wird? Ich habe nicht mehr so viel Platz. Na, schreibe ich es mal hier drunter auf die Tafel vielleicht. Oh nein, die ist nicht gewischt. Ah, komm, machen wir nochmal schnell, damit wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Dann wische ich mir hier unten ein bisschen Platz frei. Wird schon gehen, ne?
Okay, funktioniert. Also, wir rechnen hier Phi von D90 plus, ne, Phi von D180. Und was kommt da raus? Phi von D270, ne? Was ist denn D270 hier? Entschuldigung, hier. Das ist die analoge Zelle. Wie kommt man denn hier auf D270? In dieser Tabelle. Wie kommt denn dieses Ergebnis hier zustande? Was wurde denn hier gemacht? Ja? D90 verknüpft mit D180. Genau. Jetzt haben wir es. Es ist vollkommen egal, es muss vollkommen egal sein, ob ich erst in der einen Gruppe verknüpfe und dann mit Phi in die andere abbilde. Oder ob ich erst die einzelnen Elemente abbilde und dann in der anderen Gruppe verknüpfe. Ja? Es ist egal, es muss egal sein, ob ich erst D190 und D180 hier verknüpfe, dann komme ich auf D270 raus und dann wende ich Phi an, Phi von D270. Oder ich nehme die beiden Elemente, wende erstmal Phi an, um in die andere Gruppe zu kommen, komme auf Phi D90 und Phi D180 und verknüpfe sie dann in dieser Gruppe. Da muss das Gleiche rauskommen. Das heißt, allgemein gesprochen, bei alle X und Y aus der einen Gruppe, also aus der linken hier, gilt X verknüpft mit Y in der linken Gruppe. Abgebildet ist das gleiche, wie wenn ich erstmal die beiden Elemente separat abbilde und dann in der rechten Gruppe verknüpfe. Und diese Eigenschaft hat einen Namen und eine Funktion, die diese Bedingung erfüllt, ist ein Homomorphismus. Also die Bedingung ist, ein Isomorphismus von G nach H ist eine Funktion, oder man sagt auch zwischen G und H ist eine Funktion Phi, die sowohl bijektiv ist, um die Gleichmächtigkeit zu gewährleisten, und ein Homomorphismus ist. Es muss egal sein, ob ich erst in der einen Gruppe rechne, also hier rechne, und dann abbilde, oder ob ich erst beide Elemente abbilde und dort rechne. Es muss das Gleiche rauskommen. Damit sind alle Tabellenzellen identisch sozusagen. Also die Tabellenzellen jeweils paarweise identisch, das meine ich. Okay. Und wenn ein Isomorphismus existiert zwischen zwei Gruppen, dann nennt man die Gruppen isomorph. Die sind dann strukturgleich. Es ist ganz egal, wie ich dann die Elemente benenne. Ich kann die Elemente umbenennen, ich kann die Verknüpfung umbenennen, aber am Ende sind es die gleichen Strukturen.